Wie angekündigt, habe ich natürlich jetzt das Showcase zu dem Son Family Mitglied Ultimate Gohan hier für euch am Start. Ich begrüße euch recht herzlich zum Video und Ultimate Gohan hat vor einiger Zeit schon seinen Zenkai bekommen. Dennoch will ich ihn nicht übergehen und ein Showcase-Video reinpacken, weil ich ihn früher schon oft gespielt habe tatsächlich. Seine ganzen Stats sind wie bei anderen Charakteren natürlich, die den Zenkai bekommen haben, nach oben gegangen. Schlagangriff ist so sein Metier, das mit Fernangriff, na lassen wir mal lieber, aber sonst Verteidigung, Fernangriff, Fernverteidigung sind okay. Er hat ein paar nützliche Sachen dazu bekommen, wenn der Gegner einen Rising Rush einsetzt, tritt folgende eigene Effekte in Kraft. Ein Dragon Ball wird den eigenen hinzugefügt und Wartezeit um 5 Zeiten verringert. Ganz nützlich, weil er halt einen Cover Change hat. Ist wie der grüne dreifache Goku, den Zenkai auch schon bekommen hatte. Genau dasselbe. Er kommt rein, zack und raus. Oder ist es eher vergleichbar mit dem Super Saiyan 4 Goku? Egal. Es ist auf jeden Fall so, dass dieser Charakter noch die weitere unübertroffene Power-Up-Fähigkeit bekommen hat. Bei Kampfantritt treten folgende eigene Effekte in Kraft. Als nächstes Superangriff Künstlerkarten ziehen. Das ist so sein Ding, zu was man auf jeden Fall machen will. Kommen wir gleich zu. Regeneriert 20 Ki, zufügiger Schaden 70 ab oder erlittener Schaden 30 down. Sehr wichtig. Sehr wichtig, dass er das bekommen hat. Und zu der grünen Karte, wie gesagt, die willst du mehrmals einsetzen. Pro Einsetzen oder je nach Nutzungsanzahl, sagen sie ja hier, kriegst du verschiedene Fähigkeiten und du willst auf jeden Fall dreimal mindestens willst du sie einsetzen. Und deswegen beim ersten Mal kriegst du Schlagangriff, Damage Up und Ki-Regeneration auch. Beim zweiten Mal Fernschaden wird nach oben gesetzt, als auch Spezialangriffsschaden und beim dritten Mal regeneriert 50 Ki und hebt Attributsabzüge auf und der zugefügte Schaden geht nochmal nach oben. Dementsprechend, wenn du das alles eingesetzt hast, dann willst du die Ulti einsetzen, dann willst du Rising Rush einsetzen, dann willst du alles einsetzen. Also dieser Boy kriegt einige Buffs, wurde um einige, ja, die Parameter wurden hochgesetzt. Und wir wollen mal gucken, in was für einem Team ich ihn spiele. Der Boy befindet sich natürlich in einem Halb-Saiyajin-Team. Wie soll es anders sein? Aber man kann natürlich auch in anderen Teams spielen. Son Family, Majin Buu Saga, das ist jetzt auch so ein Ding to go mittlerweile, dass man auch so das spielen kann. Ansonsten hat er schon einige Teams, wo er spielen kann. Besonders durch den Leaderslot kann man ihn eigentlich theoretisch überall spielen, um ehrlich zu sein. Dennoch habe ich jetzt Trunks auf den Leaderslot gestellt, aufgrund seiner Siehfähigkeit, dass alle auch davon profitieren und nicht nur ein Teil von der Siehfähigkeit den anderen Charakteren gegeben wird. Und ja, ich hatte erst anstatt Future Gohan den Zenkai Goten auf der Bank, gibt allerdings nur Fernangriff an Son Family und wollte somit halt den Revifer ein bisschen noch mehr Zenkai buffen als jetzt nur mit hier Schlagangriff von dem zweifachen Super Saiyan Gohan. Deswegen hatte ich es aber jetzt geändert, weil nur Fernangriff ist irgendwie blöd. Deswegen Future Gohan, der bufft auch nochmal Schlagangriff und Fernverteidigung. Was rede ich da? Schlagangriff und Schlagverteidigung, sowas. Und das ist für diesen Gohan auf jeden Fall besser, für Ultihan, wie ich ihn gerne nenne und das Team auch so genannt habe. Lul. Die Ausrüstung, habe ich geguckt, dass sie halt Offense ist, dass sie halt hier im Platin-Equip Schlagangriff darauf den Fokus setzen und dann ist das eigentlich good to go. Mal gucken, wie sich das Team so macht. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Team aufbauen würdet mit ihm oder würdet ihr ihn überhaupt spielen. Lasst mich wissen. Wir springen direkt in die ersten Kämpfe rein. Oh, ein bisschen laut. Dennoch, LF Freezer im Saiyajin-Team, keine Ahnung, ist ein bisschen random. Wir starten auf jeden Fall nicht mit Lila rein. Wir starten, würde ich mal sagen, einfach mit Trunks in den Kampf. Yasha, grün hätte wohl auch funktioniert, aber ich hatte so die Befürchtung, dass er Vegeta mitnimmt. War jetzt nicht der Fall. Okay, er hat ein bisschen gewartet, muss man ihm anrechnen. Wir wollen den Cover Change natürlich für, was war das? Spezielle Situationen aufheben. Wir gehen direkt rein, wir ziehen die grüne Karte, die wollen wir auch direkt aktivieren. Kriegen Ki-Regeneration, leider kein Ki direkt, was schade ist. Aber wir haben schon mal eine unserer drei Einsätze getätigt. Und das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Das Team, ich würde nicht meinen, dass ich jetzt hier ultra, keine Sorge, wir können es mit der Hauptfähigkeit heilen, deswegen stecke ich mal den Schaden ein, so viel ist es nicht. Sehr gut,
Und ihr seht, wir ziehen schon fast unsere dritte grüne Karte. Wichtig und richtig. Und noch besser ist, dass wir halt keinen Fernangriff haben. Okay. Und dass wir nicht in irgendeinen Cover Change reingeraten, aktivieren wir Trunks Hauptfähigkeit. Neben den Death Buffs, die er verteilt, macht er noch gegen Cover Change sich immun. Und das wollen wir natürlich ausnutzen. Und ihr seht, Fernangriff, das liegt ihm nicht. Das liegt dem Gohan gar nicht. Okay, jetzt wird's knapp. Wir wechseln direkt mal in den Weifahren rein. Er kriegt keinen Key, kann er vergessen, aber das hier und das taken wir jetzt einfach mal so. Somit, wenn er jetzt drauf geht, hat er sein erstes Leben vertan und somit können wir aber dennoch, wir haben es erraten, hätten wir dennoch Death Bus übrig und dennoch immer noch drei Charaktere, was gut ist. Ah, jetzt habe ich vergessen, dass wir nicht, dass wir noch gar nicht transformiert sind. Sehr nice. Das war jetzt nicht korrekt von mir, da hatte ich gepennt, aber sei es drum. Ich dachte, ich hätte ihn noch kriegen können mit den Tabs, aber hatte dann aus Versehen schon rausgeswitcht. Das war jetzt nicht so schlau von mir. Kann er das tanken? Kann er das tanken? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir echt nicht sicher. Ich glaube nicht, denn Schaden ist zu hoch. Ja, das war's. Egal. Aktivieren wir noch eine. Wir kriegen damit wieder ein bisschen mehr zugefügter Schaden ab. Und noch mehr. Ja, Gohan. Schade, dass wir keinen Card Draw Speed haben. Und schade, dass ich jetzt nicht gecheckt habe. Okay, ist okay. Erste Leben. Aber dafür ist er da, dass wir jetzt alles so einstecken können. Zum Glück nimmt kaum noch einmal ein Beerus mit, der den Revive ignoriert. Deswegen Unterschied zwischen Vegeto und ihm hier. Der Revive. Das war jetzt nicht so schlau von dir, mein Freund. Sei es drum. Ah, gut, dass wir noch einen Schlagangriff gekriegt haben. Sehr nice. Aber wir haben leider keine Fernangriffspanzerung. Das ist jetzt auch... Hat nicht gereicht. Ah, belastend. Gohan, kannst du noch rechtzeitig reinkommen? Wir tanken noch ein bisschen. Ja, gut, dass wir nochmal eine grüne haben. So können wir unseren Schaden nochmal buffen, kriegen nochmal Key. Ich meine, das war nämlich noch, dass man Key nochmal gekriegt hat. Sehr gut, wichtig und richtig. Da sind die Tabs. Ich hab switchen wollen. Was ist dein fucking Problem? Dieses Game, ey, das ist nicht dein Ernst. Technische Probleme an der Stelle. Oh. Oh, oh, oh. Wir haben Fusion Team. Und starten direkt einfach mal mit Senior Trunks in den Kampf. Unerwartet, dass er den Free-to-Play-Vegeto mitnimmt. Wow. Hätte ich jetzt nicht vermutet. Vielleicht habe ich einfach zu viele Gelbe mit, wovor er Angst hat. Er will einfach seine Leiste jetzt einsetzen, okay. Er ist so einer. Alles klar. Ja, die kassieren jetzt zwar viel. Gerade die ganzen Vegeto-Buffs knallen schon ordentlich. Aber dem Gohan hier, dem Ultimate Gohan, fehlt doch leider etwas. Ihm fehlt irgendwie Card Draw Speed, dem ganzen Team fehlt irgendwie noch was. Ein vernünftiger Buff, habe ich so das Gefühl.
Wir holen direkt mal unsere Hauptfähigkeit dabei. Oder aktivieren die, um einfach mal normal zu sagen. Und somit hätten wir schon mal... zwei Grüne. Und das ist natürlich jetzt ärgerlich, ne? Er lockt uns jetzt, rusht er uns, hat er glaube ich nicht nötig. Er macht noch genügend Schaden, um den Trunks hier rauszuhauen. Wir aktivieren sowas hier. Er ist gedodged. Ist in Ordnung. Na, hätte ich gut und sauber dodgen können. Die Grüne heben wir uns jetzt entweder auf für die Transformation oder für den Gohan. Sehr gut. Einfach drauf. Da rushen wir einfach mal. Und er hat seinen roten reingehauen. Egal, der ist jetzt auf jeden Fall weg. Es war zwar unnötig, ihn zu rushen. Und er hat es erraten. Er hat es erraten. Macht nichts. Wir hauen ihn rein. Ich habe keinen Dodge gehört. Jetzt aber. Wir müssen nur auf die 5 Timer Counts kommen. Sehr gut. Wir haben 3 Grüne aktiviert. Wir haben eigentlich unseren vollen Damage-Potenzial fast, so gut gesehen, fast erreicht. Reicht die Ulti? Ja, hat aber vernünftig Schaden gemacht. Hat vernünftig Schaden gemacht. Oh, das muss reichen, das muss reichen, das muss reichen. Schöne Sache. Jetzt bleibt nur noch dieser Vegeto übrig. Der kann mich ruhig weghauen, so viel er will. Der hat einen Dodge. Wir haben seinen Dodge. Grün. Es ist zwar... hätten wir es vielleicht besser machen können... keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir sein erstes Leben so weg. Er ist ein Endurance-Character, also hat er jetzt noch was übrig. Weiß aber nicht, Gohan ignoriert das? Nee, ignoriert es natürlich nicht. Wäre zu schön gewesen. Aber zum Notfall, wir sind ja das Typen Nachteil. Hätten wir noch einen Charakter? Der das Ganze hier auffängt. Hat es aber nicht. Hätte vielleicht drin bleiben sollen. Was soll's. Wir haben jetzt, wir sind Typen neutral. Wir tanken relativ okay. Ich glaube nicht, dass wir noch rechtzeitig durchhalten, bis der andere Gohan wieder da ist. Nee. Typ neutral. Ein Fest. Das Team ist nicht das Beste. Ich versuche das Beste aber rauszuholen. Und es ist uns gelungen. Das gegnerische Team war einfach top. Hätte er vielleicht den blauen Gogeta mit, also Ultra Gogeta, wäre es vielleicht noch was anders gewesen. Wäre auch vielleicht besser für uns, aber hey, war ein guter Kampf. Sieht man selten. Halb Saiyajin. Okay. Region würde ich fast schon sagen. Erneuerung ist es eher weniger wegen dem Broly. Er nimmt Broly mit, alles klar. Wir haben leider keinen roten Charakter. Wir starten dennoch mit dem Trunks in den Kampf. Mit Trunks zu Beginn ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Muss mal gucken, ob das vielleicht der letzte Kampf wird oder nicht. Denn ich habe noch, bin terminlich ein bisschen gebunden.
Heißt, ich muss gleich los und ich weiß nicht, ob ich noch einen vierten jetzt schaffe. Aber ihr werdet es ja sowieso sehen. Wir haben jetzt zwei aktiviert. War nicht gut. Mal gucken. Vielleicht vorletzter Kampf oder letzter Kampf. Wir werden es sehen. Ihr werdet es sehen. Wir müssen hier auf jeden Fall raus. Der Freezer macht zum Glück nicht so viel Schaden gegen Trunks. Zamasu übrigens auch nicht. Oh, ich nehme es zurück. So wie ich jetzt hier zurückgehe. Wir haben zum Glück nicht so einen Cover-Change, außer jetzt der Freezer. Den bringt er rein, hätte ich jetzt nicht gedacht. Da gehe ich raus. Das lasse ich. Ich lasse Gohan tanken. Wir kommen eh nicht, wenn wir revived werden oder wieder zurück oder wiederbelebt werden. Bleiben wir mal deutsch. Mit vollem Leben werden wir nicht wiederbelebt. Deswegen ganz gut, dass der Trunks uns dann noch ein bisschen Leben zurückgibt. Schade um die Hauptfähigkeit, macht nichts. Wir können noch mit Gohan uns Cover changen. Das ist so eigentlich das Beste, was man mit Gohan eigentlich machen kann, wenn man ihn ins Team holt, in den Rescue, aber da gehen wir direkt drauf. Rising Russian, kennen wir nix. Gerade der Piccolo, wenn der sich transformiert, dann könnte das Ende im Gelände sein. Ich hoffe, der Damage-Output reicht. Der Gohan gefällt mir, um ehrlich zu sein, immer noch besser als der Zenkai Ultimate Gohan. Bin mal gespannt. August, Ende August, wenn der Film released wird, was dann für ein Gohan erscheint. Also bleibt gespannt. Wir haben an der Stelle Piccolo schon mal rausgehauen. Wichtig und auch richtig an dieser Stelle. Ich versuch's einfach mal. Okay. Zamasu ist damit auch raus. Freezer ist übrig. Er hat seine Ulti schon eingesetzt. Rising Rush noch nicht. Guter Wait. Gut gewartet. Was? Dass diese Grüne so schnell ist, Alter. Das war's aber jetzt. Das war's für den Freezer. Und wieder ein LF. Das Team könnte besser sein. Hätte er mal den Buu vielleicht mitgenommen. Der macht ja eigentlich relativ auch gut, wenn er mit seinem Platin-Equip unterwegs ist. Aber hey. Nur besser für mich, habe ich einen Sieg in der Tasche und wir können vielleicht jetzt in den... Ja komm, einen Kampf schaffen wir noch. Junge. Fahr direkt alles auf. Wir starten diesmal was anders und zwar starten wir einfach mit Revivern in den Kampf. Das Team lässt sich relativ gut countern. An der Stelle haben wir natürlich nicht die richtigen Chars in der richtigen Position. Schade, aber da hätte es jetzt keinen Unterschied gemacht, ob wir Schlag- oder Fernangriff eingesetzt hätten, also von daher. Ja, warum jetzt die Grüne schon? Keiner weiß. Warum jetzt die zweite? Warte doch, bis deine Leiste ein bisschen mehr aufgebraucht ist. Zweite Grüne, wir warten auf die dritte. Hätte jetzt nochmal Schlag, aber somit hätten wir jetzt schon mal Vegeto raus. Wir haben jetzt zwei Grüne. Der wird jetzt nie die Grüne auswählen. Wir haben so viele eingesetzt. Ja, errät er nicht. Das ist schon mal vielleicht ein Vorteil für den Rising Rush, wenn man so viele grüne Karten zur Verfügung hat. Gerade wenn wir jetzt Revivans Ulti Hauptfähigkeit einsetzen, haben wir wieder eine grüne zur Verfügung. Da gehen wir auch wieder raus. Da macht es keinen Unterschied, ob wir jetzt gerusht werden, weil wir können unsere Subcounts verringern durch Gohans Fähigkeit. Ansonsten kriegen wir eh. Da wollen wir nicht raus. Weil das hätte er ignoriert. Das ist dann wieder so doof. Da können wir natürlich einen Rescue-Hahn nicht einsetzen, aber was soll's. Schön die Leiste aufbrauchen lassen.
Damage stimmt auf jeden Fall. Ja. Da setzen wir notfalls die schon mal ein. Gehen direkt drauf. Hat sich gelohnt. Problem ist jetzt, der hat jetzt ein... sag mal schnell. Der hat ja Endurance jetzt. Und deswegen, mal gucken, wenn er Rising Rush... als ob er ihn jetzt einsetzt. Er kann uns nicht downhauen, höchstens auf einem Leben bleiben wir sitzen. Wir haben seinen Dodge. Sehr gut. Gefällt mir jetzt nicht. Naja. War klar. Das war vorauszusehen. Aber wir wollen hier Showcase, Ultimate Gohan showcasen. Schaffen wir auch jetzt. Wir haben die Hauptfähigkeit noch verfügbar, richtig? Ich meine ja. Dementsprechend. Heilung ist noch... steht uns noch zur Verfügung. Er hat seinen Dodge aber dennoch nicht. Heißt, wir können einfach mit der blauen drauf. Oder so. GG. Das war's. Geiles Showcase. Also der gefällt mir. Ist okay. Er ist okay, der Charakter. Er ist jetzt schlecht, aber er ist auch nicht gut. Er ist so im Mittelfeld und man kann ihn auf jeden Fall spielen. So ist es nicht. Er braucht halt nur seine Teams, wo er gut unterstützt wird und das war's. Er braucht grüne Karten, damit er sein Damage aufbaut. Wenn man da an all das denkt, Daumen hoch, passt es. Ansonsten gibt es auf jeden Fall bessere Charaktere, die noch keinen Zenkai haben, aber wenn mit Zenkai dann auf jeden Fall besser wären. Dennoch, schreibt es mir gerne in die Kommentare, würdet ihr ihn nutzen, was für Teams würdet ihr bauen, lasst es mich wissen und ich hoffe, euch beim nächsten Mal dabei wissen zu dürfen. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.